Heute im Weekly Report Schlägertausch, unsere Cracks auf ungewohntem Boden. Hallo und fein, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Bis auf Sondre Olden, Ali Vukovic und Lukas Birnbaum, die für das norwegische bzw. österreichische Nationalteam im Einsatz waren, hatte das Team von Head Coach Steph Cameron spielfrei. Am Freitag geht es aber dann endlich in der Erste Bank Eishockeyliga weiter. Und da kommt es gleich zum Auswärtskracher gegen den KAC. Zwei Tage später ist der VSV in Wien zu Gast. Aktuell sind die beiden leider außer Gefecht gesetzt, doch im Sommer haben Patrick Peter und Dominik Hackl den Eishockey gegen den Tennisschläger getauscht. Wir haben uns das Ganze aus nächster Nähe angeschaut. Herzlich willkommen auf der Tennisanlage Spinex, wo Dominik Hackl und Patrick Peter heute den Eishockey gegen den Tennisschläger eintauschen werden. Ja, und ob unsere Cracks abseits der Eisfläche auch auf dem Sand eine gute Figur machen, habe ich mir genauer angeschaut. Patrick, wie wichtig ist die sportliche Abwechslung neben dem Eishockey? Sehr wichtig, außer Tennis. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Was machst du sonst für Sportarten? Beachvolleyball habe ich sehr oft gespielt, im Sommer auf jeden Fall. Fußball, Badminton haben wir auch oft gespielt. Ja, das sind schon sehr die Sportarten, die mir sehr nahe liegen. Ja, also ich bin ein begeisterter Tennis-Zuseher, sage ich einmal. Hier und da im Sommer spiele ich auch gerne eigentlich. Aber mir macht das Zusehen sehr Spaß. Ich bin ein Fan vom Dominic Team. Und ja, also Tennis ist für mich ein richtig cooler Sport. Ich war heuer in Paris bei den French Open, war ich zuschauen. Und das war ein unbeschreibliches Erlebnis für mich. Als begeisterter Tennis-Fan, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und nein, es war super zum Zuschauen, hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, Dominik und Patrick sind aufgewärmt. Ich würde sagen, das Spiel kann beginnen. Vamos! Ja, bis unsere Cracks Tennisstar Dominic Team Konkurrenz machen können, wird es wahrscheinlich noch ein paar Einheiten auf dem Tennisplatz benötigen. In der Zwischenzeit geht es erst einmal wieder zurück aufs Eis. Ja, und damit gebe ich zurück zu dir ins Studio, Violetta. Wir wünschen unseren beiden Defendern an dieser Stelle gute Besserung. Damit werfen wir einen Blick auf den gelb-schwarzen Nachwuchs. Die Vienna Capital Silver empfangen am Samstag in der Erste Bank Arena den HC Gardena. Die U20 bekommt es am Sonntag mit dem Okanagan Hockey Club zu tun. Die U18 spielt bereits am Mittwoch daheim gegen den Okanagan Hockey Club und drei Tage später gegen den KAC. Nicht vergessen, gleich euer Ticket für das Topspiel gegen den VSV am Sonntag sichern. Wir sehen uns dann nächsten Montag wieder bei einer neuen Ausgabe von Weekly Report.